dass ich das Ding noch abmache. Soll ich das bei dir laufen? Ja. Okay. Bin ich? Bist du online? Bin ich online? Cool. Bin online. Micha! André. Servus! Servus! Na? Wie geht's dir? Hallo. Gut. Bist du auch wieder da zum Training? Freu mich. Ja. Sind wir zu zweit im Training oder sind da noch andere Leute? Sind noch ein paar dabei? Wie viel sind's? Elf. Also elf. Bei elf Leuten kann ich noch nicht anfangen. Bitte, schaltet, es geht nicht. Es ist zu wenig. Es ist Freitagabend. Ist es Freitagabend, ne? Ja. So, ich komme gar nicht mehr klar mit den Wochentagen. Es ist anscheinend Freitagabend. Kurz nach sechs. Wir sind wieder für euch da. Kennt uns ja schon von den Videos. Aber elf Leute. Das ist mir zu wenig. Wir haben schon mehr erwartet. Also wir haben da schon. Wir haben, okay, zwölf. Kann man drüber reden? Ich stell mal in der Zwischenzeit die Uhr ein und warte, dass es dann auf jeden Fall, also 15, sollte natürlich schon. Wir machen natürlich ein klassisches Bodycross Warm-up. Klar. 1, 2, 3, 4, geht 5 Minuten. So, machen wir es mal so rum. Stellen wir mal die 5 Minuten ein. Eine Runde? Wir machen. Der Roland trägt schon wieder keinen Körper. Wir machen. Nein. Wir, Roland. Wir verraten es dir noch nicht. Außer du hast die Tafel schon gesehen, aber wer weiß, was da noch so kommt. So, unser Warm-up geht 5 Minuten. Ihr braucht kein Hilfsmittel für das Warm-up. Wir brauchen auch für den Tabata-Core-Teil kein Hilfsmittel. Wir machen dann ein Hurricane-Workout. Ja, also erkläre ich dann nachher noch, zeigen wir die Übungen. Wir haben es vor, oder? Wir zeigen es. Wir zeigen es euch auf jeden Fall. Genau, und da brauchen wir eventuell das ein oder andere kleine Equipment, geht natürlich aber auch ohne, aber wer was zu Hause hat, darf es natürlich gerne nutzen. Ich hoffe, euch geht's gut. 14. Wir sind 14 Leute, einer noch, dann können wir anfangen. Ja, ist ja, wie im Internet geht es immer um Klicks und Zahlen und gefällt mir und teilen und es zählt nichts anderes. Die Inhalte sind anscheinend nicht so wichtig. Bei uns sind natürlich die Inhalte am allerwichtigsten, aber wir haben natürlich auch Bock drauf, dass viele Leute zugucken. Okay, nicht so viel Gelaber, ihr wollt ja trainieren. Deswegen, wir machen 5 Übungen, wir machen Hack Jacks. Ja, das ist eine Version des Jumping Jacks. Dann machen wir Bridge Steps, dann machen wir Mountain Climbers, dann machen wir Good Mornings und dann machen wir Plank Jumps. Ja, ich kann das ja mal gerne zeigen. Ja, gebe ich dir mal hier die Macht in die Hand. Jeweils eine Minute. Ein Hack-Jack ist anstatt einem Jumping-Jack hier diese Bewegung. Das heißt, hier schließen und hier weit öffnen, damit wir schön den Brustkorb aktivieren. Ja, wusste ich. Wir sind auch nur wegen ATX hier. Bridge Steps. Dann Mountain Climbers, euer Tempo. Ja, hier eine Linie. Good Mornings. Haben wir jetzt auch des Öfteren schon gemacht. Und habe ich Plank Jumps geschrieben, oder? Plank Jumps, genau. Plank. Kleiner Sprung mit den Füßen, sodass der Po tief bleibt, ja, und hier ganz wenig Bewegung ist. Geht auch langsam. Wie gesagt, eine Minute. Okay, Motoren sind gestartet. Enter drücken, ja. Ja, 10 Sekunden, getting ready, Wasser am Start, Handtuch am Start, Bock am Start, DJ ATX am Start, Micha und ich am Start. Kann nicht schief gehen. Okay, los geht's. Ja, es geht los. Woo!
Mountain Climbers. Arme schön gestreckt. Euer eigenes Tempo finden. Und Po ist tief. Bauch angespannt. Sekunden. DJ RTX ist schon on fire. Er ist on fire. 10. 20. Okay, letzte Übung. Plank, Jump. Po tief. Und kleine Sprünge. Immer noch Bauchspannung. Wenn euer T-Shirt hochrutscht, war der Arsch zu hoch. Ich sehe es zwar nicht, aber ich weiß es. Arsch tief! Drei, zwei, eins. Kurzes, knackiges Warm-up. So mag ich das. Kurzes, knackiges Warm-up. Yep, kurz trinken. Wir sind angekommen. Im Training.
Wenn er dann irgendwann mal wieder ins Studio kommt, gibt es dieses Getränk im Automat. Kleiner Werbespot. Er hat ja schon eine Tradition hier. Immer ein anderes Getränk in die Kamera halten. Ja. So, während der Micha sich an dem Timer versucht, da lassen wir ihn einfach mal versuchen. Wir machen, wer am Mittwoch dabei war, durfte ein brutales Bauchtabata von der Milena und der Toni erleben. 40-20, also das war so ein Deluxe-Tabata. Wir machen heute den 20-10er Tabata-Rhythmus und es sind auch 8 Sätze, wie das bei normalen Tabata der Fall ist. Ich zeige gleich, welche Übungen und wir machen 4 verschiedene Übungen und wiederholen die dann nochmal. Das zeigt euch der Micha dann gleich. So, ich hoffe, man sieht das hier. Wir machen High Knees. Ja, es ist keine Bauchübung, aber man sieht dich jetzt ja nicht, Micha. Kannst du aber trotzdem machen. Macht. Der Micha hat, also ihr habt dich gesehen, aber der Micha hat es gerade schon gezeigt. Jetzt wisst ihr ja, wie es geht. Er hat es gerade schon gezeigt. So, damit müsst ihr jetzt mit klarkommen. Ich bin hier, er ist da, er hat es euch gezeigt. Kann keiner sagen, ich habe es nicht gesehen. Ja. So, also ja, High Knees sind keine Bauchübung, aber ein Fat Burner. Deswegen machen wir das. Dann machen wir Plank to Push-Up. Zeig nur so. Und dann machen wir Lunges, auch keine Bauchübung, aber trotzdem eine schöne zum Kalorienverbrennen. Und dann machen wir noch den, klar, Käfer. Haben wir den Käfer überhaupt schon gemacht? Wir haben ihn noch nicht gemacht. Ich nehme es gleich mal vorweg, er kommt später nochmal dran. Ja? Und jetzt kommt er natürlich auch dran. Zur kurzen Erklärung, jetzt noch mal, versuchen wir nochmal seriös zu bleiben. High Knees, 20 Sekunden, 10 Sekunden Pause, Plank to Push-Up, 20 Sekunden, 10 Sekunden Pause und so weiter. Lunges, Käfer. Ja, und dann sind wir ja erst 4-mal durch und dann machen wir das gleiche nochmal. So, jetzt sind alle Augen auf dich gerichtet, Fuchs. Was heißt denn nochmal? Die haben dich noch nicht gesehen. Also, High Knees heißt, wir ziehen die Knie auf jeden Fall auf 90 Grad hoch. Ja, genau. Hände so an den Oberschenkeln, ist ganz gut. Für 20 Sekunden. Dann 10 Sekunden Pause, wie ihr das kennt. Dann machen wir Plank to Push-Up. Ja, hier in der Mitte schön stabil bleiben, der Micha macht es super. Genau, und über die Arme arbeiten. Dann Pause, dann kommen Lunges. Die könnt ihr vorwärts machen. Die könnt ihr rückwärts machen. Wer voll Bock hat und nicht ausgelastet ist, springt die Dinger. Ja, Hauptsache es ist ein Ausfallschritt. Und dann kommt der Käfer. Genau, Hände an den Hinterkopf oder auch den Kopf reinlegen, Käfer, genau, schön hochziehen und dann sind wir ja 4-mal durch und dann machen wir das Ganze nochmal, ja? Okay, dann machen wir Folgendes. Ich habe die Uhr jetzt einfach mal auf 0 eingestellt. Und ja, weil wir hier keinen Intervall einstellen können. Aber wir können es. Okay.
Pause. Yes. Okay. Plank Push-Up. Und go. Go. Lunges. Ein Shorty, ein kurzer Fitness-Quickie. Tabata, Tabatismus. Okay. Wir haben alles mal leicht angeschwitzt. Die Muskeln, die wir jetzt anschließend für das Hauptworkout brauchen, sind alle aktiviert. Die Beine sind aktiviert, der Bauch, unser Herz-Kreislauf-System ist aktiviert. Wir sind so durchbewegt. Wie fühlt es sich an? Gut, ja. Gut vorbereitet, ne? So, es sollte so ein bisschen All-in-One sein. Und jetzt machen wir die Erklärung fürs Hauptworkout. DJ, wie viele Zuschauer sind es denn? 214.000. Nicht Abonnenten auf deinem Kanal, sondern aktuelle Zuschauer. Wir sind gerade wieder runter auf 13. Oh, au, 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 au. Okay, also bleibt dran. Die anderen Sachen könnt ihr alle nachher noch machen. Also, wir machen einen Hurricane Workout. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gehört oder mitgemacht. Wir hatten das früher im Fighters Training drin. Wer schon länger bei uns dabei ist, der kann sich daran noch erinnern. Hat aber nichts mit Kampfsport oder so zu tun.
Hurricane ist im Endeffekt einfach eine Kombination aus zwei Kraftübungen und einer Cardioübung. In dem Fall machen wir mal das Beispiel an Block A. Wir machen 8 Push-Ups, also 8 Liegestütz. Der Micha zeigt sie gerade, ist jetzt natürlich wieder nicht. Ne, wir zeigen es gleich nochmal. 8 Push-Ups oder, wenn es zu anspruchsvoll ist, alternativ Plank to Push-Up, die wir gerade eben schon gemacht haben. In einem normalen Rhythmus. Dann machen wir 16 V-Ups und da zeigen wir auch nochmal eine Variante, wie man sich abstützen kann, dass ihr das auf jeden Fall alle hinbekommt. Und dann machen wir 40 High Knees und das Wichtige ist jetzt hier, wir hatten ja die High Knees gerade eben auch schon, diese 40 machen wir so schnell, wie wir können. Ja, also wirklich da Speed geben, weil danach habt ihr eine Minute Pause. Und damit man sich diese Pause verdient, muss man hier auch Gas geben. Wenn die Minute vorbei ist, fangen wir wieder mit 8 Push-Ups an, machen wieder 16 V-Ups und geben dann wieder 40 High Knees Vollgas. Und eine Minute Pause und der ganze Block geht 8 Minuten. Dann sind wir fertig, machen dann so ungefähr 1-2 Minuten Pause und dann machen wir Block B und machen wir Block C. Erkläre ich euch dann noch, was da dran kommt. Was gleich bleibt, sind die 8, die 16, die 40 und die 60 Sekunden. Und die 8 Minuten Pause. Nur die Übungen werden ein bisschen durchgetauscht. Zweimal Kraft, einmal Cardio, einmal Pause. Okay, wir schauen uns die Übungen einmal an. Du, ich. Du? Du, sehr gerne, Micha. Sehr gerne, Micha. Also, erstmal die normalen Push-Ups, Liegestütz. Genau, würde mich freuen, wenn ihr das abrufen könnt. Genau, könnt ihr mit Ablegen machen, könnt ihr neutral machen. Genau, versuchen wir einfach die Ellbogen eng am Körper zu führen und Spannung in der Mitte. Wie gesagt, alternativ Plank to Push-Up, aber haben wir gerade schon gemacht, müssen wir jetzt nicht nochmal zeigen. Dann V-Ups, genau, angewinkelte Beine. Manchmal ist ja ein V-Up auch ein Klappmesser, bei uns heute nicht, sondern angewinkelte Beine. Und Assisted wäre dann, wenn du dich einfach hinten mit den Armen abstützt und dann nur die Beinbewegung machst. Genau, das wäre dann eure bisschen leichtere Version. Wir haben trotzdem den Bauch, aber wir arbeiten nicht mit Oberkörper. Und dann 40 mal High Knees, schön Speed reinbringen, ja, Pause, sieht so aus. Das ist Paul. Ja? Muss man ja auch mal zeigen, wie sowas aussieht. Okay, das sind die Übungen. Mehr müsst ihr jetzt erstmal nicht wissen. Push-Ups, V-Ups, High Knees. Ich stelle 8 Minuten ein und ihr haltet bitte 8 Minuten durch. Micha, bist du ready? Ready. Sind Sie ready? Gleichbleibende Leistung.
10 Sekunden geht's wieder los. Pause! Trinken, wegatmen. Schön, wenn man mal eine offizielle Pause hat. Und genießen. Hier noch 5. Und go! Hefte! Noch 2! Und 3, 2, 1! Pause wieder genießen. Puls mal checken. Runde 3, ne? Das war jetzt gerade die 3. Okay, ja. Noch 10. Drei, zwei, eins, go. Hälfte! Zwei noch! Und noch einmal Vollgas sprinten, 3, 2, 1!
Das ist die Restminute. Genau. Beziehungsweise der Micha holt mal kurz das eventuelle Equipment, das ihr braucht. Hier, hier, da. So ein, also ein dünnes, genau, ein dünnes Superband und ein dünnes Miniband. Wir halten das gleich mal in die Kamera, wie das aussieht. Es geht auch ein Handtuch oder ein alter Schlüpper. Da muss halt ziemlich viel Stretch haben, der Schlüpper. Da geht es auch. Der DJ ATX kennt sich damit aus, auf den werden ja immer so Schlüpper geworfen, wenn er da so auflegt. Aber da kann er euch mehr dazu erzählen. Okay, 8, 16, 40, eine Minute Pause bleibt. Wir machen Superman mit dem Superband als dynamische Bewegung. Käfer, wenn ihr Miniband habt, um die Füße. Und dann die Skippings, das ist im Endeffekt die Low-Variante von den High Knees, also auch Low Knees, ja, wo wir hauptsächlich die Arme einsetzen. Okay, schauen wir uns das kurz an. Superman, genau. Wie wir das letztes Mal auch gemacht haben, als dynamische Bewegung. Wir haben einfach das Band in der Hand und wir ziehen das Band in der Superman-Position einfach zum Körper ran, also zur Brust. Ne, ziehen wir zur Brust ran, vorne, genau. Genau, die Bewegung. Wie gesagt, wenn ihr einen Widerstand habt, ein Handtuch geht auch. Miniband hat, ein Superband hat einfach noch ein bisschen Widerstand. Davon machen wir 8. Das ist jetzt unsere stellvertretende Übung für Liegestütz. Dann der Käfer, wie wir ihn vorhin gemacht haben. Wenn möglich, mit Miniband. Ansonsten bleibt alles gleich. Genau, da kommt Widerstand drauf. 16 Bewegungen in Summe. Und Skippings ist einfach die, genau, diese Variante. Knie nicht so hoch ziehen, lieber auf die Armarbeit achten und auch 40 so Schritte. Und die Minute Pause kennt ihr ja schon. Okay, dann machen wir uns ready. Pause war jetzt bestimmt 2 Minuten oder länger. Lang genug auf jeden Fall. Seid ihr noch dabei? Ja? Gebt mir mal ein Zeichen über den Chat, ob ihr noch am Start seid, wie es euch geht, ob alles gut ist. Sehr gut. Wir machen weiter mit Block B. Okay, wir starten in 10 Sekunden. Ja, ist uns auch gerade aufgefallen, es ist gar nicht so einfach mitzuzählen bei diesen schnellen Bewegungen. Aber das kriegen wir auch hin, wir haben ja noch 2 Runden, 3 Runden eventuell.
Jetzt ist auf jeden Fall wieder eine Minute Pause. Community, wo seid ihr? Habt ihr was geschrieben? Habt ihr Zeit, was zu schreiben? In der Pause immer. Nächste Aufgabe, immer in der Pause, was schreiben. Marci, come on. Richtig abgehen. Richtig zerstören und nachher wieder oben ohne Bild posten. Ungefähr 40, vielleicht waren es auch 50 oder 30, irgendwas dazwischen. Pause, Pause, Pause. Zehn Sekunden, kommt die letzte Runde, leider schon. Und go!
Yep, 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 yep. Eine Minute Pause und dann sind wir auch schon durch mit dem zweiten Block. Der Micha hat vorgeschlagen, dass Rest oder Pause durch Kommentare oder Chat ersetzt wird. Aktive Beteiligung. Aktes. Stimmt's nicht, oder? Hast du vorgeschlagen? Aha, ja, okay, hat er da. Nicht? Dass ich hier ihm was in den Mund lege, was er nicht gesagt hat. Er hat's gesagt. Okay, durchschnaufen, ihr könnt euch einmal kurz hinsetzen. Nicht zu lange wegbleiben. Wir haben noch einen Block. 8 Minuten bleiben noch übrig. Die Beine müssen nochmal was tun. Und der Rumpf wird weiterhin arbeiten. Alright, okay. Da sind wir wieder am Whiteboard. Wir brauchen jetzt kein Equipment mehr. Wie ihr schon wisst, 8 ist die Zahl. Wir machen Squats, 8 Squats. Wem normale Air Squats ohne Zusatzgewicht zu leicht sind, packt euch den Rucksack, den Hund, was auch immer Gewicht hat und nehmt es mit dazu oder auch ohne. Dann machen wir X-Ups, das ist unsere Bauchübung in der Mitte wieder. 16 und 40 Squat Jacks. Also die Beine sind nochmal zweimal dran jetzt. Ein Squat Jack ist sozusagen ein Jumping Jack mit so einer kleinen Squat-Bewegung. Ah, okay. Ich bleibe einfach mal hier. Falls ihr mich noch seht, wart mal kurz. Wenn nicht, bin ich gleich wieder da. Vielleicht bin ich audiomäßig noch am Start. Bild ist da, okay. Also, falls ihr mich seht, wir haben gerade technisch kurz ein Problem. Bitte um kurze Geduld. Wir sind wieder am Start, wir sind wieder in der Haus. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr mitbekommen habt. Ich erkläre es einfach nochmal von vorne. Wir machen 8 Squats, wenn ihr wollt, mit Zusatzgewicht, irgendwas, was ihr zu Hause findet. Dann 16 X-Ups, Bauchübung und 40 Squat Jacks. Eine Minute Pause, 8 Minuten. Ich zeige euch die Übungen kurz. Ja, die Squat Jacks werden ein bisschen länger dauern. Geht nicht so tief in den Squat runter. Ich zeige nochmal eine mögliche Geschwindigkeit. Wichtig ist mir, dass ihr einfach ein bisschen in den Squat geht. Das hier nicht machen. Sonst bleibt es bei einer Runde. Um dich zu erleichtern, Micha, ich habe es schon mal gemacht. Okay. Und bin immer wieder überrascht, dass die letzte Übung doch ein bisschen länger dauert. Viel Spaß! Aber es fängt ja schön harmlos an. Letzter Block, Block 10. Und es geht los, ganz gemütlicher Start. Ja,
8. Ich hoffe, ihr habt das gut hinbekommen. Michael hat es auch zum ersten Mal gemacht und es sah ziemlich gut aus, muss ich sagen. Ziemlich gut aus. Kamera, Schrägstrich, DJ. Sah ziemlich gut aus. Perfekt. Also wenn DJ ATX sagt perfekt, wenn er sagt perfekt, dann... Gut, aber wahrscheinlich hier gerade mit den Groupies gechattet, hat gar nicht hingeguckt. Kann natürlich sein. Wir bleiben aber bei der Sache. Noch 30. So, wenn ihr noch Reserve habt, weil wir sind ja jetzt im Endspurt, macht ihr einfach mit uns mit bis zum Schluss. Bleibt einfach dran.
lange Pause weggelassen. Komm, Micha, können wir mal hier in die Superheldenlandung? Die kennt ihr ja alle. Aus den ganzen Filmen kennt ihr ja die ganzen Superhelden. Wir wollen für euch eure Superhelden sein. Also, wir haben, es muss jetzt keine Challenge gewesen sein, aber wenn wir natürlich schon, wir haben in jedem Block vier Runden gemacht. Im letzten Block haben wir die Pause weggelassen, sonst hätte es nicht mehr gereicht. Ihr könnt uns gerne mal teilhaben lassen, wie es bei euch lief, wie viele Runden, wie ihr euch gefühlt habt, etc. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Freitagabend. Esst noch was Schönes, kleinen Shake oder Ähnliches. Und erholt euch gut. DJ ATX spielt noch ein kleines Outro. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Wir hoffen, euch hat es auch Spaß gemacht. Ihr schaltet wieder ein, ihr wisst ja wo. Und nächste Woche geht's weiter. Ja? Schönen Abend, macht's gut, bye bye, euer André und euer Micha. Ciao. Sascha.